Willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal habe ich Medioris dabei und das Thema lautet: Was tun bei Verletzungen, wenn ihr mit Pfeil und Bogen beschossen werdet? Oha, das sieht übel aus. Ich habe auch schon Notruf abgesetzt, da kommt gleich einer. Ich werde dir jetzt ein bisschen helfen. Das ist der entscheidende Punkt mit der richtigen Ausrüstung. Eine komprimierte Gase kann bis zu 3 Meter lang werden und ausgezogen. Und kann hervorragend genommen werden, um diesen Pfeil vor weiterer Bewegung zu schützen. Zum Hubschrauber, der holt dich jetzt ab. Alles okay, ist Notruf schon abgesetzt? Ja, den Notruf habe ich schon abgesetzt. Wundervoll. Komm, ganz vorsichtig. Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Mein Name ist Urs Wegehoff, ich bin der Medioris und heute geht's um, wie es so schön in der medizinischen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Es geht um komprimierte Gase, es geht um verschiedene Traumabandagen und es geht um medizinische Leckabwehr. Los geht ihm! Also, wo kommt komprimierte Gase überall zum Einsatz? Tourniquet wissen wir, Arme, Beine, möglichst körperstammnah. Doch, körperstammnah. Warum körperstammnah? Am Unterarm macht es dahingehend keinen oder wenig Sinn, weil die Arterien, die die Hand versorgen oder die die Füße versorgen, die laufen zwischen den Knochen, zwischen Elle und Speiche, am Bein zwischen Schienbein und Wadenbein lang. Wenn wir da jetzt also ein Tourniquet ansetzen, macht nicht viel Sinn. Da sind nämlich 2 Knochen, das wird nichts. Also nicht ohne weiteres. Deswegen merken wir uns, Tourniquet, Körperstamm nah, Arme, Beine. Punkt. Was passiert, wenn wir im Bereich Schulter, Nacken und überall da bluten, wenn wir kein Tourniquet ansetzen? Oder kein Tourniquet ansetzen können? Da kommt das hier zum Einsatz. Das ist komprimierte Gase aus dem Hause LifeGuard. Dieses kleine Päckchen wird in ausgezogen mal 3 Meter und sieht dann schlussendlich so aus. So, das was jetzt kommt, hört sich nicht nur eklig an, es ist auch eklig. Denn im Zweifelsfall, wenn hier jetzt jemand rausblutet oder aus der Leiste, wie auch immer, müssen wir mit dem einen Finger in das Loch rein. Und gucken, ertasten, wo die Leckage denn nun herkommt. Mit der anderen Hand haben wir die Packung schon mal vorbereitet. Nicht ganz ausgerissen, sondern so, dass wir hier ein Ende haben. Jetzt gehen wir bei, machen uns hier einen kleinen Ball. Und der wird ans Ende durchgestopft. Und gestopft. Und gestopft. Und gestopft. Ja, das tut weh. Alles gut bei euch? Wenn es euch zu viel wird, dann könnt ihr weggucken. So, irgendwann ist das Loch voll. Wir kriegen keine Gase mehr rein. Der Rest kommt jetzt oben drauf. Und jetzt müssen wir 3 Minuten wirklich fest auf die Wunde drücken. Das hat den ganz einfachen Nährwert und Beigeschmack, dass wir dem Blut die Chance geben müssen, dass es gerinnt, und zwar da, wo es rausläuft. So, und derzeit kann man entweder ein bisschen Werbung abspielen. Ja, Werbung. Das heißt, du musst jetzt auch hier bei dem Gerät 3 Minuten warten, oder? Da wird 3 Minuten gewartet. Auch in der Übung 3 Minuten gewartet. Keine 3 Minuten gewartet, im scharfen Einsatz garantiert so wie in der Übung, und zwar im Zweifelsfall falsch. Wie merkt die Person denn, dass sie 3 Minuten hat, wenn sie keine Uhr hat? Da kommt halt das praktische Üben. Na? Den Lieblingssong im Kopf einmal durchsingen, vielleicht sogar mit dem Patienten einmal durchsingen. Ja, das klingt komisch. Die gehen ja fast 3 Minuten, die Lieder. Ja. Richtig. Da wird dann 3 Minuten wirklich hoher Druck aufgebracht. Wenn wir diese 3 Minuten soweit haben, dann wird das Ganze mit einer Traumabandage fixiert. Bei Reanimation wäre es Bee Gees. Ne? Hier Stayin' Alive. Wer die Bee Gees nicht mag,
Highway to Hell hat dieselben Beats per Minute. Ja, ist unsachlich. Weiß ich, kann ich. Jetzt kommt eine komplizierte Frage. Reanimation. Ja. Das vor so etwas oder erst Blutung und dann reanimieren? In dem Fall, wo wir jemanden haben und so eine Lache wie hier sehen oder größer, ja, da tun wir bitte erstmal was gegen die Leckabwehr, weil okay, sonst pumpen wir unseren Patienten leer. Mhm. Ist kein Witz. Okay. Na, wenn dieser rote Lebenssaft nämlich weg ist, ist einigermaßen doof. Ja, dann kommt er auch nicht mehr wieder. Lass mich kurz drüber nachdenken. Nein. Auch hier ein Schema, was es bei uns im Kurs grundsätzlich gibt, das sogenannte Saumschema. Das steht für Stopp, das steht für Atmen, für den Ersthelfer einmal ein- und ausatmen. Das, worum es da letzten Endes geht, du stoppst einmal, damit du nicht selber in irgendeine Falle läufst. Hm. Beim Stromausfall, dass du nicht irgendwie das nächste Opfer bist. Wenn irgendwelche Gase austreten, dass du nicht derjenige bist, der als nächstes tief Luft holt und am Boden liegt. Zum Beispiel bei Kohlenmonoxid. Mhm. Atmen. In dem Moment, wo du eine bestimmte Atemtechnik anwendest, und da gibt es einen Link auf meinen Kanal zu, da gibt es nämlich ein Video dazu, okay, gehst du bei und lässt den Blick durch diese Einsatzstelle einmal nach links, einmal nach rechts schweifen und guckst in dieser Einsatzstelle nach Dingen, die dir selber potenziell gefährlich werden können. Funkt es irgendwo, wo es nicht funken sollte? Laufen noch irgendwelche elektrischen Maschinen? Im Fall von so einem Auslaufmodell eine Kreissäge. Hm. Oder irgendwas in der Art. Irgendwas, was dir potenziell gefährlich werden kann. So, und wenn du das soweit durch hast, das ist nämlich Stopp, Atmen, Umgebung, Umgebung wahrnehmen, sogenannte Lagewahrnehmung. Oder Situational Awareness, wie es so schön neudeutsch heißt. Boah, Englisch. Genau. Ist nicht so mein Ding. Und dann leitest du die entsprechenden Maßnahmen ein. Notruf absetzen, dann Erste-Hilfe-Kit schnappen und zusehen, dass du fertig wirst. Hm. Genau in der Reihenfolge. Ne, weil nicht als erstes einen Notruf abgesetzt, drückst du gegebenenfalls ewig und drei Tage. Vergisst du einen Notruf abzusetzen bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung? Schade. Nein. Wie gesagt, nach 3 Minuten versorgen wir die Stelle am Nacken, am Hals, wie auch immer, mit einer Traumabandage. Wie das geht, gucken wir uns gleich an. Hast du Bock? Ich hab Bock. Wundervoll. Ja, ich habe jetzt hier ein kleines Problem. 18, 20. Ich habe das irgendwie nicht so wirklich unter Spannung gebracht. Halt mal kurz fest. Erstmal vielen Dank für deinen Einsatz. Du machst das großartig. Kannst du hier auch mal die Gase mit festhalten? Also, wir haben unsere Lieblingstraumabandage ausgepackt. Ja. Können hier auch diesen Klett auspacken. Der ist nämlich dahingehend sehr hilfreich. Den habe ich gar nicht gesehen. Siehst du? War schön, dass wir darüber gesprochen haben. Mir geht es auch gleich viel besser. Jetzt gehen wir hier einfach rum und können das Ganze jetzt irgendwo nach Belieben festhaken. Okay. Ist besser so, ne? Deswegen bin ich hier auch nur der Laie und der Experte. Oh, das war jetzt original hier, ne? Ja. Ich arbeite also auch eigentlich grundsätzlich nur mit scharfen Materialien. Okay. Wenn du mit anderem Material übst als mit dem, womit du im scharfen Einsatz arbeitest, kannst du tierisch aus dem Konzept kommen, wenn es tatsächlich zum Einsatz kommt. Weil du mit dem Material nicht umgehst. Genau. Aber Link dazu schicke ich dir. Alles kein Thema. Auch zu den anderen Spielsachen und zu den Kursen. Okay.